Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freund, liebe Bruder, liebe Schwester, das ist so schön, dass ihr dran sind von da. Ich habe von da eine ernste Frage, die vom Wort Gottes hier kommt, in Offenbarung Kapitel 20, Vers 15. In diesem Zeit sagt die Bibel, dass die Menschen, die ihren Namen nicht im Lebensbuch haben, die wurden im ewigen Feuer hineingeschmiert. Die haben keine Chance nicht. Und die Frage ist, ist die Nummer im Lebensbuch eingeschrieben? In dem Buch, wo all die Kinder Gottes eingeschrieben wurden, die an Jesus sich gelebt haben, die vom Nien geboren sind, die ewiges Leben haben? Das geht nicht darum, was Menschen von uns sagen oder was die Church von uns sagt. Das geht nicht darum, ob uns Nummer im Buch von unserer Gemeinde steht. Hier geht es darum, für Ewigkeit auf uns Nummer in Gott sein Buch im Lebensbuch steht. Und das Lebensbuch ist für die, die dort nie leben in Jesus Christus haben. In dieser Entscheidung, die der wir trafen ab dieser Erde. Jesus haft dafür ihr Leben, Jesus haft dafür den Feind, die Macht gebrochen, es abgestohlen Jesus von der Tode. Und Jesus gibt uns die Gelegenheit, Buße zu tun, Vergebung zu kriegen und von nie geboren worden. Und dann wird uns Name ein Lebensbuch eingeschrieben. Und wer da sich nicht klar ist, dem lud ich nur an mit mir zu beten. Herr Jesus, wir kommen nur die. Und wir erkennen, dass wir ohne die verloren sind. Aber du bist gekommen uns zu raten und hast dein Wort vollbracht am Kreuz. Und von dort bete ich dir, Herr, komm in mein Wort und schrieb mein Name im Lebensbuch. Dort bete ich an dein Name, Herr Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei den Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.